Mein Modell, die Lisa, war wieder zum Refill da, also meine Nagelbeißerkundin. Und ich möchte euch jetzt den dritten Termin vorstellen. Ich habe ganz normal wieder, wie bei jeder Kundin, erstmal die Hände desinfiziert. Jetzt habe ich mit Cleaner die Nägel gesäubert und schiebe mit dem Propascher die Haut zurück. Und dann wird mit dem blauen Hartmetallfräser das Produkt, was sich auf dem Nagel befindet, so weit ausgedünnt, dass ich jetzt wieder eine komplette neue Modellage machen werde. Man kann jetzt hier wunderschön sehen an dem Finger vorne so die ersten 2 mm, das ist das, was ich beim ersten Mal dran gesetzt habe. Und der Naturnagel guckt da so richtig durch. Die sind schon richtig super gewachsen. So, dass ich die sogar jetzt ein bisschen kürzen muss. Aber das ist natürlich das Problem bei einem Nagelbeißer, der das vor allen Dingen sehr lange gemacht hat. Die Nägel müssen ja vorne wieder anwachsen. Das heißt, das Hyponychium muss sich nach vorne schieben. An dem Ringfinger gerade war das noch nicht so wirklich passiert und deswegen sehen die Nägel jetzt noch so ein bisschen aus wie Himmelfahrer. So bei dem Mittelfinger, da geht das eigentlich noch, aber beim Ringfinger, da kann man es schon ziemlich heftig sehen. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Also bei manchen Fingern geht es relativ schnell. Da hat man dann wirklich schon so nach 3 Monaten, dass sich die Nagelplatte gesenkt hat und das Hyponychium weiter nach vorne gewachsen ist, aber bei manchen dauert es halt ein bisschen. Und bei Lisa bin ich ja jetzt mal gespannt, wie das funktioniert. Was mir auch sehr stark aufgefallen ist, es hatte sogar jemand unter die anderen Videos geschrieben, dass sie unheimlich viel Haut hat und ich da so viel weggeschnitten habe. Und ich habe aber darauf geantwortet, dass das mit der Zeit weggeht. Achtet mal drauf. Schaut euch ruhig mal die anderen Videos nochmal an, wie wenig Nagelhaut die Lisa jetzt noch hat an ihren Fingern. Das finde ich irre. Also es wird von Mal zu Mal immer weniger. Und der Grund dafür ist, dass ich halt diese Maniküre mache. Also das, was ich halt vorher, bevor ich Material auftrage, ist das, was ich hier mache, ist ja eigentlich eine Maniküre. Ich säubere die Nagelplatte, ich nehme überschüssige Haut weg, dann mache ich halt das, was an Haut oben so am Nagelwall sitzt. Das entferne ich ja auch mit dem Diamantfräser ein bisschen und nur das, was dann wirklich richtig übersteht, das schneide ich ab. Und wie man sieht, ist das gar nicht mehr so viel. Das ist eigentlich auf ein normales Maß runtergeschrumpft. So, und jetzt nach dem Fräser feile ich nochmal mit der Holzfeile, mit der Zebrafeile die Übergänge, also das, was halt an Produkt oder der Übergang vom Produkt zur Nagelplatte soll nicht sichtbar sein. Das ist immer das, was ich, wenn ich sage, dass das schön gemacht wird. Also, dass ich wirklich keinen Übergang sehe und dann das Produkt, was ich gleich auftrage, farblos, ohne Unterschiede modellieren kann. Wenn ich das nämlich nicht mache und ich trage dann das Produkt auf, dann habe ich da so Farbunterschiede drin und das ist doof. Gründlich entstauben. Und nur das überschüssige Hyponychium wegschneiden. Oder wenn ich da an der Seite so ein bisschen überschüssige Haut habe. Mehr schneide ich nicht weg. Also es wird immer, immer, immer weniger. Ich zeige euch ja immer die ersten 3 Finger. In der Zwischenzeit mache ich natürlich die anderen auch mit fertig.
jetzt wird modelliert. Ich setze mein Sweet Pink mit Gentle Pink zusammen. Wieder ab und modelliere komplett den ganzen Nagel mit einem Bällchen. Also ich drücke mir erst am Nagel, weil alles flach. Dann verteile ich das Material nach rechts und nach links, lackiere nach vorne und das überschüssige Material nehme ich vorne weg. Also ich modelliere nicht zu Ende und denke mir, ach, das kann ich auch wegfallen. Wenn ich zu viel Produkt habe, nehme ich das auch wieder runter. Und mich hat letztens mal jemand gefragt unter einem Video, warum ich nicht oben direkt bis an die Haut modelliere. Erstens, wenn ich zu nah an der Nagelhaut modelliere, dann fördere ich Liftings. Und zweitens, wenn ich so weit weg modelliere und dann feile und danach versiegel, habe ich keine Übergänge. Also ich habe keinen Rauswuchs. Weil ich möchte nicht, dass, wenn die Kundin wiederkommt, das aussieht, als wenn sie da so dicke Klöpper oben drauf hätte. Da oben muss nichts halten. Ich mache nur die Versiegelung ganz weit nach oben. Also es wird quasi immer überlappend Produkt, Farbe, Versiegelung. Das muss immer so einen halben Millimeter weiter als das vorherige sein. Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt und somit habe ich dann natürlich keine Übergänge. Es sieht dann so aus, als wenn der Nagel einfach so rauswächst. Schön in Form modellieren. Den ersten kann ich pinschen. Ich setze vorsichtig meine Pinschzange, die gerade, an. Und dann habe ich jetzt gemerkt, nee, der ist noch nicht ganz trocken. Und ja, genau, bei dem Finger hatte sie sich eine Ecke weggerissen. Und da wollte ich euch jetzt mal zeigen, ich setze die Schablone genau passend an den Finger an. So, also ich achte jetzt nicht auf Höhe, oben, unten, so, sondern ich setze absolut bündig an den vorhandenen Naturnagel an und modelliere ganz normal, wie ich die anderen jetzt auch modelliere. Das ist aber der einzige gewesen, wo ich eine Schablone ansetzen musste, weil der da auf der rechten Seite, wo der Pinsel jetzt noch nicht ist, da auf der anderen Seite, da war die Ecke drin und die modelliere ich jetzt quasi einfach wieder zu. Mehr mache ich nicht. Und die Schablone habe ich halt runtergesetzt, damit mir das Material, weil die war einfach zu groß, um das mit einem Bällchen so zu machen. Ich kann das eigentlich auch ohne Schablone, aber wenn da so eine fette Ecke drin ist, wie die jetzt war, dann mache ich das lieber mit einer Schablone, dann habe ich unten drunter nicht überschüssiges Material, was dann unter den Nagel läuft. Kann ich an dem ersten die Klemme ansetzen. Der ist jetzt so weit, dass ich die Schablone abnehmen kann. Und dann beginne ich schon
mit der Befeinung. Also die anderen sind jetzt alle fertig modelliert. Wenn ich alle Nägel in Form gefeilt habe, dann nehme ich meinen Diamantstift und fräse die Modellage von unten runter. Das ging nämlich beim ersten und beim zweiten Mal nicht, weil die Nägel ja noch viel zu kurz waren. Und jetzt schaut euch mal genau an, das, was ich da jetzt wegmache, das ist dieser kleine Knubbel, der entsteht, weil ich ja die Modellage auf den Finger gemacht habe. Da, jetzt geht das weg. Und es ist ganz wichtig, dass ihr das, bevor ihr oben die Oberfläche fräst, das unten drunter wegmacht. Das hat nämlich einen ganz einfachen Grund. Wenn ich erst die Oberfläche fräse und dann die unten drunter die Nägel, dann nehme ich mir womöglich zu viel Material weg. Weil ich ja, wenn ich jetzt, so wie jetzt, die Oberfläche mit dem Hartmetallfräser fräse, achte ich ja darauf, dass meine Hairline schön ist und gleichmäßig und nicht zu dick wird. Und wenn ich dann unten runter fräse, wird mir der Nagel zu dünn. Und wenn ich erst unten drunter fräse und dann die Oberfläche, dann habe ich genau die richtige Dicke. Also bitte immer daran denken, nach der Modellage, nach dem Formfeilen, erst unten drunter, dann die Oberfläche. Schön vorsichtig, ganz ohne Druck. Wenn ich mit dem Hartmetallfräser gefräst habe, wechsle ich um auf meinen Diamantzylinder und bitte denkt daran, der darf sich so gerade eben bewegen. Wenn er zu schnell ist, dann haut ihr euch tiefe Feuerränder in die Nägel. Also immer schön vorsichtig, ohne Druck. Das ist zwar ein bisschen langweilig, weil gerade dieser Fräsvorgang lange dauert, also länger als die anderen. Aber ihr müsst euch immer denken, je gründlicher ich diesen Fräsvorgang mache oder diesen Arbeitsgang, desto weniger muss ich feilen hinterher. Also im Endeffekt spart ihr Zeit. Wenn ich das erledigt habe, Holzfeile, Seiten kontrollieren. Und ich mache immer erst 5-mal die linke Seite, umdrehen, 5-mal die rechte Seite. Da ich euch aber jetzt nur 3 Finger zeige, mache ich das mit 3-3. Die anderen habe ich schon fertig. Oder mache ich danach, weiß ich jetzt nicht genau. Kann man nicht genau sehen. Dann die Oberfläche. Einmal noch oben über den Übergang. Weil vorne habe ich ja eigentlich schon alles schön gemacht. Ich finde übrigens, dass das Nagelbett sich richtig schön verändert hat schon. Zum Schluss der weiße Buffer, 100er Seite. Die Oberfläche schön, die groben Kratzer ausarbeiten. Und wichtig auch, vorne an der Kante entlang, dass ich da keine Grate drunter sitzen habe. Gründlich entstauben. Dann gehe ich nochmal mit meiner Ziegenhaarbürste.
Wir haben übrigens neue jetzt bekommen, die sind etwas kleiner, also wundert euch nicht. Und jetzt trage ich Farbe auf und Lisas Mann wollte gerne rot. Und dann haben wir gesagt, das machen wir jetzt. Und dann haben wir von den neuen Farben, haben wir von den Color Culture das Bloody Mary genommen. Und auf den Ringfinger haben wir über das Bloody Mary das Magic Love aufgetragen. Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Kombi. Und natürlich mit dem Lackierpinsel aufgetragen. Schön sauber. Ich finde übrigens das Dunkelrot mega toll auf kurzen Nägeln aussieht. Also finde ich am schönsten kurze Nägel und dann ganz dunkles Rot. Finde ich total edel. Liegt vielleicht auch daran, dass Dunkelrot, so meine Dunkelrot und Gold, habe ich eigentlich so am allerliebsten. Das Ganze wird ausgehärtet und jetzt trage ich das Magic Love auf. Auch aushärten. Und versiegeln. Ich habe übrigens vergessen, das Versiegeln aufzunehmen. Dann wird geölt. Aber ich setze euch trotzdem den Link von dem Versiegler unten rein, weil ich habe ja mit Unisealer versiegelt. Ja, und das war der dritte Termin von meiner Lisa. Und jetzt bin ich ja mal gespannt, wenn sie das nächste Mal kommt, wie die Nägel aussehen. Wir haben jetzt beschlossen, wir werden 3 Wochen warten, bis sie das nächste Mal kommt. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich auch über einen Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.